Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mein Name ist Ertin und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Besser gesagt, zu einer neuen Blind Life Story. Diese Story ist positiv, beziehungsweise sie wäre vom Positiven, wo es begonnen hat, ins Negative gekippt. Aber ich habe quasi das Ruder nochmal schnell rumgerissen und habe es im positiven Bereich gehalten. Was jetzt nun passiert ist, fragt ihr euch. Eigentlich nichts Spektakuläres, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich war in einem Bahnhof, einem Hamburger Hauptbahnhof und wollte mich mit einigen Freunden treffen. Ich hatte einen Blindenstock dabei, denn an dem Tag war auch viel los. Das heißt, visuell ist das Ganze ein bisschen schwierig. Visuell, ich habe nicht meine Brille auf, habt ihr es gemerkt? Und übrigens, ganz kurz nochmal, welche Augenfarbe habe ich? Okay, schreibt es nochmal bitte unten in die Kommentare, weil ich will es wirklich wissen, weil ich kriege immer unterschiedliche Antworten. Naja, weiter mit der Story. Ich war in einem Bahnhof mit meinem Blindenstock, habe dort gewartet. Und zwar am Hamburger Hauptbahnhof, genau in dem Bereich, wo dann die ganzen 13 Gleise sind maximal. Und da ist natürlich ziemlich viel los. Und ja, meine Freunde waren noch nicht da. Ich war mal zu früh, was relativ selten bei mir vorkommt. Aber hey, eine Person hatte sich mir genähert. Nicht von vorne, sodass ich das vielleicht wahrnehmen könnte, sondern eher von hinten. Das heißt, ich habe es gar nicht erst gemerkt, bis die Person mir auf die Schulter getippt hat. Und meinte so, Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Kann natürlich passieren am Hauptbahnhof, passiert ja immer wieder. Und ich selbstverständlich, na klar kann ich Ihnen helfen, drehte mich dabei um, aber hatte meinen Blindenstock natürlich in der Hand und er sah auf einmal meinen Blindenstock, den er vorher nicht gesehen hatte. Und dann meinte er so, Entschuldigung, nee, ist alles gut, ist okay, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich meinte so, hä, wieso denn, was los, wie kann ich helfen? Nee, ist okay. Und in dem Moment wollte sich die Person quasi wieder entfernen. Und ich finde, genau da vom Positiven würde die Story ins Negative kippen, was ich quasi nicht wollte. Und dementsprechend habe ich sofort reagiert. Es war eigentlich eine Reaktion, ohne wirklich großartig nachzudenken. Habe dann nach seinem Arm gegriffen und meinte so, Entschuldigung, stopp, warte. Wohin möchtest du denn? Was ist denn überhaupt das Problem? Erzähl es mir doch, vielleicht kann ich dir ja wirklich helfen. Daraufhin hat die Person noch kurz gewartet, ist auch stehen geblieben und hat überlegt, eigentlich wollte ich doch nur zur U-Bahn hier und wollte nur wissen, wie man da hinkommt. Ich meinte zu ihm, hey, dann bist du doch bei mir an der richtigen Adresse. Ich kann dir eine detaillierte Wegbeschreibung geben, dass du da garantiert hinkommst. Und ich hatte ihm erklärt, wo er entlang gehen soll, geradeaus, ganz hinten die Treppen runter, dann musst du wieder rechts rum, geradeaus, dann hast du einen Bäcker auf der rechten Seite, du musst leicht nach links, dann nicht den ersten Eingang, sondern den zweiten Eingang links, wenn du in die weitere Richtung steigen möchtest, die Treppen runter, und je nachdem, in welche Richtung du möchtest, musst du dann links oder rechts die U-Bahn nehmen. Derjenige war ziemlich schockiert und stand einfach nur so, okay, wow, danke. Und ich habe mich dann nett von ihm verabschiedet, er hat sich verabschiedet und ich meinte auch so, hey, cool, dass du noch geblieben bist und viel Spaß auf jeden Fall noch. Und dann ist er quasi gegangen. Und das war es eigentlich auch schon mit der Story. Positiv hier ist natürlich, dass irgendeine Person auf eine andere Person zugekommen ist und diese Person um Hilfe gebeten hat. Natürlich hat er nicht gesehen, dass ich blind bin und genau da ging es für mich quasi eigentlich ins Negative rüber. Das heißt, ich habe mich umgedreht, meinen Stock ihm gezeigt, also nicht so, hier mein Stock, sondern natürlich hatte ich den Stock vor mir, wenn ich mich umdrehe, halt natürlich sieht man das. Und die Person hat dann gesagt so, das ist schon alles okay. Das heißt, die Person hatte wieder so ein bisschen diese Angst, ein bisschen dieses Falsche, oh nee, das ist blind, ich will ihn nicht stören, ich gehe lieber, das ist doch nicht richtig, was ich hier mache. Und das wäre negativ gewesen, wenn er dann in dem Moment gegangen wäre. Und warum kommt jetzt die Sonne eigentlich raus, Mensch? Egal, ich bin stärker als die Sonne. Ich werde meine Augen offen halten. Und da habe ich auch wirklich ganz, ganz gut gehandelt, ohne groß drüber nachzudenken und habe gesagt, hey, ich kann dir natürlich helfen und so weiter und so fort, wie ich es ja eben in der Geschichte erzählt habe. Und das Gute daran ist, vom Negativen ist das Ganze wieder ins Positive gegangen, weil er stehen geblieben ist, weil er sich das angehört hat und dementsprechend sich auch am Ende bedankt hat. Denn ich meine, hey, an einen Blinden zu geraten, der sich an einem Bahnhof sehr gut auskennt, bei wem willst du bitte eine bessere Beschreibung eines Weges haben, als von einem Blinden oder von einem sehbehinderten Menschen? Also da gibt es wirklich kaum Leute, die dir einen besseren Weg beschreiben können. Also ganz ehrlich, wenn ihr in einem Bahnhof seid und nicht weiter wisst und ihr seht einen blinden Menschen, fragt ihn. Ganz einfach. Ist meine Meinung zumindest. Aber ja, macht es einfach. Und da ist dann die Story wieder ins Positive gekippt, was dann für mich natürlich sehr, sehr, sehr erfreulich war und für denjenigen auch. Also von daher, nicht immer auf das Äußerliche achten, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Wenn irgendwas ist, dann sprecht die Person einfach an. Egal, ob sie rote Haare hat, groß, klein, dick, dünn ist. Oder, keine Ahnung, irgendwie eine Augenklappe, ein Pirat ist oder so, ich weiß es nicht. Also einfach ansprechen und nicht irgendwie sich bestimmte Leute rauspicken, wo man denken könnte, oh, ich glaube, mit der Person kann ich reden, mit der nicht, weil ein äußeres Erscheinungsbild ist wiederum was ganz anderes, was also anstelle der inneren Werte, weil du kannst einen Anzug tragen, du kannst ein schlechter Mensch sein und du kannst ein Mensch sein, der keine Sonnenbrille hat. Oh, meine Augen, das, die Sonne, was ist denn los heute?
Naja, ich verabschiede mich von diesem Video. Immer vorurteilsfrei an die Sache rangehen. Es blendet mich jetzt echt extrem und ich habe keine Jalousien, die ich runterziehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen. Ja, das gibt's doch nicht, ey. Den ganzen Tag kommt die Sonne nicht raus, ne? Und dann heute. Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Oh Mann. Hey, seht ihr mich? Wuhu! Hallo! Hallo! Okay, so. Ja, auf Wiedersehen.